Foot, sieh dir das mal an. Oh, toll! Wunderschön! Sind wir jetzt da, Ellie? Ja, Littlefoot. Das ist das Land der Nebel. Bleibt schön zusammen. Wenn ihr euch im Nebel verirrt, dann seid ihr verloren. Du musst keine Angst haben, Petri. Ich bin doch bei dir. Ich doch keine Angst. Ich nur Panik. Wie lange dauert es noch, bis wir bei der Nachtblume sind? Nicht mehr lange, Littlefoot. Was ist los, Zera? Irgendetwas Schleimiges hat mich berührt. Zera! Wo bist du, Zera? Sie ist verschwindet. Oh, die arme, arme Zera. Wir finden dich, Zera. Bleib ganz ruhig. Ja, gut. Aber beeilt euch. Bitte. Da vorne ist sie. Zusehen macht Kopfschmerz. Kommt jetzt! Wir müssen Zera finden! Da unter dem Baum können wir uns verstecken! Hier gefällt es mir gar nicht. Oh nein, 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 nein. Was ist das? Ich glaube, das sind meine Zähnen. Oder Knien. Du hast recht, vor dem Tier muss man doch keine Angst haben. Oh nein, 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 nein. Es ist niedlich. Oh ja, das ist es. Es hat überall so kitzlige Fussel im Körper. Ich nenne dich kitzlig. Oh ja, das mache ich. Hey, kitzlig. Hast du unsere Freundin Zera gesehen? Sie ist ein Dreihorn. Petri nachsehen. Ich glaube, er sieht sie. Petri, sie auch sehen. Hier drüben sind wir. Wir sind hier, Zera. Hallo, Zera. Ich kann euch sehen. Hey. Ah! Hilf mir, ich ertrinke. Ah! Haltet euch, Zera. Wir werfen dir eine Liane rüber. Zera, fang die Liane! Ja, sie haben es geschafft! Komm, Freunde, ziehen wir sie hoch! Für die wundervolle Abkürzung. Zum Abendessen.
Höllenvieh. Das war kein Abendessen, das war ein Baumstamm. Hat auch irgendwie komisch geschmeckt. Au, du hast mich gehauen. Hab ich nicht. Obwohl das keine schlechte Idee ist. Aua, warum hast du das getan? Was soll ich getan haben? Na das. Oh, das sind die verflixten kleinen Appetithappen. Wie beschäftigt die Mieslinge? Ich werde Zera retten. Ellie, nicht! Das ist zu steil! Du wirst runterfallen! Keine Sorge, ich komme! Wie schön unser Nachtisch! Volle Kraft voraus zur Küste! Da gibt's was zu naschen. Aber Iggy, du weißt doch, wie's läuft. Zuerst kommt das Abendessen und dann der Nachtisch. Bist du vielleicht meine Mutter? Komm schon! Ihr braucht euch keine Sorgen mehr zu machen. Ellie ist jetzt meine Freundin. Ja.